noch einmal eine Klarstellung von Olaf Scholz zum ersten großen Thema dieses EU-Gipfels, zum Krieg gegen die Ukraine. Das andere große Thema, die Asylreform, der Dauerbrenner bei der EU. Dazu gibt es ja weiterhin Gespräche. Das haben wir gerade von Ines Arland gehört aus Brüssel. Und wir wollen noch mal schauen auf die aktuelle Situation. Allein im vergangenen Jahr sind 2400 Menschen im Mittelmeer gestorben, ertrunken, nicht dort angekommen, wo sie hin wollten, nämlich auf ein sicheres Land. Der Asylbeschluss, der ist im Grunde genommen fertig, wird jetzt nachverhandelt. Es muss auch einiges daran getan werden. Eines ist auch sicher, auf jeden Fall muss er vom Europäischen Parlament genehmigt werden. Und die Parlamentarier dort, die wollen auch auf jeden Fall verbindliche Quoten festschreiben, die jedes Land aufnehmen soll. Wie diese Verhandlungen laufen werden, dazu Roberta Metsola. Wir haben gerade ein gutes Gespräch mit dem Staats- und Regierungsgespräch geführt. Zuerst einmal über die Ukraine, die jüngsten Ereignisse dort. Und was in Russland geschehen ist, wirft einige Fragen auf in Bezug auf die innere Dynamik in Russland. Auch was die Auswirkungen auf die Invasion in die Ukraine und die europäische Sicherheit generell angeht. Wir können aber sicher sein, dass die Ukraine unsere allerhöchste Priorität bleiben wird. Unsere Politik funktioniert, Putin wird schwächer und die Ukraine schlägt effizient zurück. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir das 11. Sanktionspaket und die weiteren 50 Milliarden Euro als Unterstützung des Wiederaufbaus der Ukraine, wie angekündigt im Laufe der letzten Woche. Und wir unterstützen auch die außerordentlichen Reformbemühungen der Ukraine, die beachtlich sind, gerade auch in Kriegszeiten. Die Reformkriterien sind ausreichend erfüllt worden, da müssen wir darauf eingehen und ich vertraue darauf, dass das dieses Jahr möglich wird. Was die anstehenden Wahlen anbelangt, kann ich sagen, dass noch 177 Vorgänge rechtlicher Art auf dem Tisch liegen. Nicht alles ist dringlich, aber vor allem die Frage der Migration ist von großer Bedeutung. Man darf die Migration nicht instrumentalisieren. Wir sind es unseren Bürgern schuldig, vor den Wahlen eine Einigung zu finden. Wir müssen einen Weg nach vorne finden, der gerecht und menschlich ist. Was die Schutzbedürftigen anbelangt, das ist fair und muss auch gegenüber denen, die in Frage kommen, für eine Aufnahme gerechtfertigt werden. Und gerade auch angesichts der Praktiken der Schlepper der letzten Monate. Ich komme aus der Ukraine. Die Ukraine hat eine vorübergehende Mitteilung der Kommission zum Beitritt erhalten. Welche Reformen sollte die Ukraine mit einer Priorität versehen, um einen erfolgreichen Bericht zu bekommen, hoffentlich mit einem Beginn der Beitrittsverhandlungen? Dem Parlament ist es klar, dass die Beitrittsverhandlungen schon in diesem Jahr beginnen sollten. Wir hoffen also, dass der Europäische Rat im Dezember der Ort sein wird und der Zeitpunkt sein wird, wo dieser Schritt kommen kann. Ich habe deutlich gemacht, dass jedes Land natürlich einen eigenen Weg dabei gehen muss. Es geht nicht nur um die Ukraine, es geht auch nicht nur um die Geschwindigkeit, mit der der ursprüngliche Antrag bearbeitet wird, wie man also den Fragebogen damals ausgefüllt hat. Aber das Führen eines Krieges ist ein bemerkenswerter Umstand, der Anerkennung finden muss. Ich möchte appellieren, genau wie das Europäische Parlament, dass die Reformen, ob nun im rechtlichen Bereich oder bei der Medienfreiheit, bei den Minderheiten, wir hoffen, dass diese Reformen erfüllt werden und dann würden wir auch unsere eigenen entsprechenden Schritte gehen. Ich bin optimistisch angesichts der Erklärungen der Staats- und Regierungschefs beim Betreten des Saals, aber auch bei den Gesprächen. Es gibt da einen Schwung und der wird aufrechterhalten. Sie hatten gesagt, die Ukraine bleibe Ihre allerhöchste Priorität. Und wenn ich dann
den Twitter-Account des ungarischen Ministerpräsidenten überprüft habe, war er sich da nicht so sicher. Vielleicht haben Sie auch mit ihm gesprochen. Können Sie dazu etwas sagen und vielleicht auch Ihre Position beschreiben, was die nächsten Monate angeht? Was dann in der nächsten Präsidentschaft kommt? Monat für Monat, auf jedem Europäischen Rat, auf dem ich teilgenommen habe und bei den Treffen, die ich gehabt habe, da habe ich mich immer wieder gefragt, ob wir die nächste Entscheidung einstimmig hinbekommen. Monat für Monat erreichen wir immer noch Einstimmigkeit. Wir sind beim 11. Sanktionspaket. Nichts davon wäre möglich gewesen, wenn die Mitgliedstaaten eine Blockadehaltung gezeigt hätten. Das Europäische Parlament wird weiterhin darauf bestehen, dass die Rechtsstaatlichkeit reformiert wird, dass die Rechte der Bürger geschützt werden, auch die der Minderheiten. Und wir werden darauf bestehen, nicht weil wir die Bevölkerung hier oder dort bestrafen wollen, sondern weil das Europäische Parlament dafür eintritt, für einen Kontinent der Freiheit, der Gleichheit, der Toleranz und des Friedens.